Herzlich willkommen bei Tiermaestro, dem Tierkanal. Auf diesem Kanal haben wir wissenswerte Informationen und spannende Fakten aus unseren redaktionellen Arbeiten in Videoform für euch zusammengetragen. Über einen Daumen hoch und ein Abo würden wir uns freuen. Bei Fragen hinterlasst uns gerne einen Kommentar. Borreliose und Hirnhautentzündung sind bekannte potenzielle Krankheiten, die durch Zecken übertragen werden können. Zeckenmittel aus dem Handel und das Zeckenspray versprechen Abhilfe zur Bekämpfung von Zecken. Sie sollen auch für einen gewissen Schutz sorgen, nicht nur für die Menschen selbst, sondern ebenso für Hund und Katze. Doch nicht alle Mittel und Sprays wirken gegen die Zecken gleich gut, sondern sind in manchen Fällen sogar wirkungslos, da die lästigen Tiere oftmals immun gegen manche Inhaltsstoffe sind. Eines der beliebtesten Mittel, das gerne gegen Zecken verwendet wird, ist das Anti-Zeckenspray. Dieses enthält chemische Wirkstoffe wie Ethyl-N-Acetyl-N-Butyl-Beta-Alaninat, welche die Zecken nicht nur vertreiben, sondern auch töten. Das Zeckenspray ist daher nicht nur dazu gedacht, die Zecken gezielt abzuwehren, sondern auch, den Parasiten zu töten. Trägt man das Zeckenspray auf, sollten die Zecken nicht nur davon abgehalten werden, den Wirt zu besteigen und zu saugen. Alle in diesem Video angesprochenen Empfehlungen findet ihr unterhalb dieses Videos in der Infobox. Dort findet ihr nicht nur das aktuelle Top-Angebot, bei dem ihr sparen könnt, sondern auch finden sich in der Videobeschreibung die wichtigsten Informationen zu diesem Video und weitere Tipps. Nun weiterhin viel Spaß mit dem Video. In der Regel wird der Parasit bei direktem Kontakt gleich vernichtet. Solche Abwehrmittel gibt es schließlich für viele Insekten, unter anderem auch Kombipräparate gegen Mücken und Zecken. Die Stiftung Warentest hat hierbei schon einige Zeckenmittel und Zeckensprays getestet und festgestellt, dass die meisten Zecken zurückweichen und auf dem Körper des Wirtes gar nicht erst zubeißen. Das Mittel Zeckenstopp der Firma Antibrum hat in dem Bereich am besten abgeschnitten, es gibt aber auch Alternativen. Zudem sind auch einige Kombipräparate erhältlich, die generell gegen Insekten einzusetzen sind, ob nun gegen Mücken, Wespen oder andere Insekten. Wer ein Zeckenspray kaufen möchte, der sollte in jedem Fall auf die Inhaltsstoffe achten. Es gibt einige Mittel mit chemischen Inhaltsstoffen, aber auch welche, die eine natürliche Zusammensetzung aufweisen. Bei diesen Mitteln greift man auf natürliche Bestandteile zurück, die dem Körper nicht schaden und in der Regel keine Allergien auslösen. Zeckensprays arbeiten häufig mit den Wirkstoffen Icaridin und Citriodiol, andere wiederum mit einem Gemisch aus Cis- und Transpemen. Phen-3,8-Diol und Aloe Vera, Cocos nucifer, Urea, Sorbitol oder Allantoin. Die Eigenschaften von natürlichen Zeckensprays sehen wie folgt aus. Omikron-FT-Malz wirken pflanzliche Sprays direkt auf der Haut für mehrere Stunden und können bei Mensch und Tier eingesetzt werden. Die biologischen Gerbstoffe dienen zur Vorbeugung gegen Zecken und als reine Abwehr gegen Ungeziefer, da Parasiten den Geruch nicht mögen. In pflanzlichen Sprays gegen Zecken sind häufig auch indische Heilpflanzen enthalten, die gut verträglich sind. Viele Zeckensprays werden aus dem Extrakt des Mutterkrauts oder aus Kokosöl hergestellt und nutzen dies als Wirkstoff. Ob man ein chemisches oder natürliches Zeckenspray nutzt, muss man für sich selbst entscheiden. Der Nachteil von biologischen Zeckenschutzmitteln ist oft die geringere Wirksamkeit. Immer mehr Menschen greifen allerdings auf die natürlichen Produkte zurück, da diese dem Körper nicht schaden und direkt auf der Haut angewendet werden können. Wir freuen uns über ein Abo und einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, in die Videobeschreibung zu schauen. Bis zum nächsten Mal bei Tiermaestro.